Hallo, mein Name ist Frank McDonald, alias der Schotte, und willkommen zur ersten Staffel Folge 41 hier auf dem Server Die Werkstatt. Und ja, das letzte Mal hatten wir ja angefangen hier mit der Wizard Arena, und die will ich natürlich nicht unvollendet lassen, und da suche ich mir jetzt erst einmal, die hatte ich ja hinten gehabt. Die habe ich ja hier in meinen Applied Energistics Lagersystem untergebracht, die ganzen Sachen. Und da brauche ich jetzt im Moment die Warded Stone Blocks. Genau. Dann nehmen wir uns natürlich mal einige hier. Zack. Und die orangefarbenen nehme ich mir auch gleich mal mit da dazu. Das sollte ausreichen. Glas natürlich dann auch. Und dann wollen wir doch mal gucken, dass wir die da drüben mal fertiggestellt bekommen. Und dann, wenn wir die Zeit noch da dafür haben, werde ich mich mal in einen Kampf mit dem Wizard begeben. Aber jetzt bauen wir die erstmal da drüben komplett fertig. Hallo, ihr lieben Spinnen. 3 Stück, habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja, sind 3. Und wie gesagt, also die bauen wir jetzt hier an der Stelle erstmal fertig. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen an der Stelle. Ich hoffe, was ist das? Ah, ja, Ars Magica, okay. Ihr habt euren Spaß ab übermorgen auf unserem Server. Und zwar, da geben wir ja praktisch von Mittwoch bis Freitag den Server frei für die Öffentlichkeit. Und da kann dann jeder drauf joinen und kann sich das Ganze hier mal live anschauen, wie das aufgebaut ist und so weiter. So, aber jetzt muss ich hier auch erstmal was gucken. Wie war das jetzt gewesen? Das war da. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz... Nee, Moment. Ich hatte das ja anders da gemacht. Und zwar... Jetzt muss ich echt nochmal von oben gucken. Genau. Da war es so gewesen. Das heißt, der dahin und... Dann, bisschen schief irgendwie gerade das Ganze, oder täusche ich mich da? Die sind zu viel an der Stelle. Das heißt, die muss ich wieder wegnehmen, dann war das. Und dann war 1, 2, 3 und 4, 5, dann waren die da. Richtig, da war nämlich die Stelle hier zu viel. Das heißt, die müssen auf jeden Fall wieder weg. So, und da brauche ich natürlich meinen Wand of Adept da dafür. Und dann haben wir den Boden ja soweit dann fertig. So, mal kurz hier aus dem Flugmodus raus und die mal wieder weggenommen. Jetzt nochmal kurz von oben gucken. War das soweit in Ordnung? 5, 2, 2. Ja, passt eigentlich. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt hier anfangen und mal die Außenmauer aufziehen. Die ja dann, wie gesagt, 2 dick sein wird. Einfach zur Sicherheit, dass hier nichts passiert. Und hier eventuell der Wizard dann spazieren geht mit uns. Das soll natürlich nicht passieren. Und von daher bauen wir da 2 Blöcke breit die Wände auf. Und bauen auch noch ein paar Gläser ein, dass man von außen zugucken kann. So,
dann heißt das in dem Moment, das kann dahin. Und dann verschwinden auch die drei hier gleich. So, so. Und dann von da nach da. Und dann hier noch drei. Und jetzt da, da und da. Und dann haben wir dich, dich und dich. So, zack, zack, zack. Dich da auch noch. Und dann haben wir hier noch. Und einmal, zweimal und dreimal. Und jetzt haben wir hier zwei breit. Und da sollte eigentlich nichts rauskommen. Der Raum hier in der Mitte, da fehlt noch. Da, da und da. Sollte eigentlich von der Größe her komplett ausreichen, was wir da machen wollen. Und da muss natürlich noch eine Treppe hoch, dass wir hier auch reinkommen in den Raum. Aber jetzt will ich hier erstmal die Farbe wechseln, damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch so erledigt kriegen. Und war der jetzt richtig? Ja, der war richtig. Wir haben auch ein bisschen angefangen, hier an der Stadt weiterzubauen, also der Granatenfurz. Und Mr. SirCB85 bereitet noch für den Open Server Play, bereitet er noch ein bisschen was vor. Aber das bleibt Geheimnis, bis ihr selber auf den Server kommt, um ja, dieses Präsent dann praktisch entgegenzunehmen. Ich hoffe, ihr habt dann euren Spaß. Wie gesagt, das ist ein Geheimnis und ist ein kleines Präsent für euch. Und da ist er, wie gesagt, hier die Vorbereitungen dafür am Treffen. So, und jetzt soll man nochmal eine Ebene damit machen oder... ja, machen wir noch eine Ebene damit. Und ja, ich werde am Spawn noch ein bisschen was zur Verfügung stellen in der Zeit. Und hoffe, ihr habt dann genügend Ausrüstung beisammen, um hier euch umzuschauen und so weiter. Also ich werde hier einige Rüstungen zur Verfügung stellen, Jetpacks und so, dass ihr also ganz gemütlich euch hier die Welt anschauen könnt. Und ja, ihr könnt dann wirklich euch überall und nirgends mal umschauen und dann auch mal so euer Feedback dann später in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr es fandet, ob wir sowas öfters machen sollen, was für Ideen ihr bekommen habt, als ihr hier auf dem Server gewesen seid. Entschuldigung, dass ich jetzt hier husten muss, aber mein Hals ist ein bisschen rau. So, und jetzt wollen wir aber hier mal fertig werden. Drei hoch, machen wir noch eins, dann passt das von der Höhe her. Wie viel haben wir denn noch? Das sollte sogar fast ausreichen. Gucken wir mal. So, dich dahin und dann dich dahin. Und dann müssen wir auch gleich mal schauen, wo wir das Glas unterbringen. Weil irgendwie muss da ja auch ein bisschen Licht rein in die ganze Sache, weil wenn der Wizard sich komplettiert hat, will ich es mal nennen, dann platzen ja die ganzen Fackeln da drin und es lebt ja dann nichts in seiner Umgebung mehr, wenn er komplett gespawnt ist. Und die Explosion reißt natürlich einiges vom Hocker. So, ja, also 64 Blöcke, eine Ebene. Okay.
Gut, dann machen wir jetzt hier nochmal 64 Blöcke, damit das Ganze hier dann auch fertig ist. Da. Nicht wundern, warum ich hier ein bisschen weniger und leiser rede im Moment. Wir haben mittlerweile 2 Uhr nachts, wo ich hier das Serverplay aufnehme. Hab heute schon über den Tag hinweg einige Singleplays aufgenommen. Und Familie möchte natürlich auch noch ein bisschen was von mir haben. Von daher nehme ich jetzt hier die Serverplays im Moment jetzt hier im mitten in der Nacht auf und muss da auch ein kleines bisschen leiser sein, damit hier das Töchterlein nicht wach wird, beziehungsweise meine Frau. Aber jetzt wollen wir hier mal kurzzeitig. Wie machen wir das? Mal kurz nach oben, mal gucken. Also auf jeden Fall da. Da auch. Und da auf jeden Fall auch. Da gehört natürlich auch noch was hin. Und der muss natürlich da wieder weg. Der ist da fehl am Platz. Also jedenfalls vorerst. So. Lass mal gucken. Der muss auch weg. Oder soll ich das doch noch eins kleiner machen? Nee. 60 Glas, das sollte eigentlich für die Fläche hier komplett ausreichen. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Wenn nicht, kann ich mir ja nochmal welche anfertigen. Das ist ja absolut nicht das Thema. Wir haben ja genügend Zombie-Gehirne mittlerweile vorhanden. So, was haben wir denn? 60 hatten wir, 39 haben wir noch. Das reicht locker. So, dann machen wir hier noch eine zweite Ebene. Zack, zack, zack. Und dahin. Und dann da und da. Und da und dort. Und hier nochmal ein. So, und jetzt ziehen wir hier noch eine zweite Ebene hoch. Da hätte der dann doch da stehen bleiben können. Naja, gut. Dann haben wir dich da und da. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, da kommt der hin. Und, Moment, da fehlt noch einer. Dahin. Da und da. Genau. So, und dann da noch hin. Und jetzt mal wieder gucken. Da fehlt auch noch einer. Na, dann haben wir es ja gleich. Dann wäre ja gleich die Wither Arena vom Aufbau her fast fertig. Da müssen wir nur noch die Türen einbauen. Und ja, Zugang schaffen zu dem Ganzen. Und sie ist sogar, wenn mich nicht alles täuscht, höher als die alte. So, jetzt gucken wir mal kurz. Sehr schön. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so anstellen können. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Gehen wir einmal dahin. So. Huch. Ach nee, das war ja. Falsche Abteilung. Ich habe ja 2 hoch den Boden eingezogen. Das heißt nicht da, sondern ich müsste dann da rein. Und da komme ich natürlich. So. Sehr schön. Ja doch, die ist sogar, glaube, höher wie die alte. Mal kurz was gucken.
Genau, da sollte ja der Arcane Levitator hin. Genauso wie dahin. Und auch hier drüben. Das ist jetzt alles noch nicht so hundertprozentig fertig, wie es soll. Ist aber nicht das Thema. Das wird auf jeden Fall noch geändert. Und zwar fliegt man dann hier hoch, landet hier und das werde ich dann nochmal um eins erweitern hier an der Stelle, dass man hier ganz gemütlich langlaufen kann, ohne dass man Gefahr läuft, runterzufallen. Das werde ich dann so machen, wie es hier drüben ist. Ups. Und zwar, dass ich hier Fences anbringe an der Außenseite. Und ja, dann hier nochmal einen Aufstieg in diese eine Tür rein. Und dann, ja, die könnte ich eigentlich jetzt gerade holen. Denn die brauche ich ja, genauso wie die Pressure Plates. Das wird jetzt interessant. Ich kann schlecht tausende von Schlüssel verteilen, von daher muss ich eine Pressure Plate aufbauen. Und dann hoffe ich mal, dass der auch da bleibt, wo er ist. Denn die Pressure Plate, die kann ich ja so einstellen, dass alles und jeder sie verwenden kann. Nee, das war falsch. Und zwar Arcane Pressure Plates, genau. Die wollte ich haben. Und dann die Arcane Door. So, die kann ich eigentlich jetzt erst einmal zurückpacken, genauso wie die und das auch. So, dann bauen wir das Ganze mal da drüben fertig. Also jedenfalls von der Spawn-Area und dann können wir gleich auch mal ganz kurz testen, ob die auch wirklich so 100% safe ist, wie ich mir das denke. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, das Ding, aber naja, es hat seinen Nutzen. Es hat seine Daseinsberechtigung, weil irgendwo muss man da ja auch rein. Und auch den Wizard irgendwo bekämpfen können. Sand. Soll ich Sand nehmen? Also auf jeden Fall brauche ich jetzt erst einmal hier die Möglichkeit, die Arcane Door anzubringen. Pressure Plate dahin, Arcane Door da. Ja, das heißt, ich muss irgendwas drunter packen. Gut, dann muss ich nochmal rüber. Und muss mir nochmal ein paar Bricks besorgen. Und wer sich wundert, was das eben für ein Häuschen gewesen ist, da kommt meine ganze Bienenproduktion rein. Und da wird auch noch ein bisschen was anderes drin, also dann kommen noch ein paar andere Gebäude da dazu. Aber da, wie gesagt, sollen auf jeden Fall erstmal meine Bienen rein. So, ja, die nehme ich auch gleich mit. Mich juckt gerade kurz die Nase, Sekunde. So. Ja, nehmen wir zwei Stacks mit, man weiß ja nie. So, und dann gehen wir jetzt mal schnell wieder zurück. Und bauen dann da mal Aufgang hin. Damit wir da auch ganz gemütlich dann reinkommen und jeder dann, wie gesagt, die Arcane Door benutzen kann. Denn normalerweise ist es so, dass nur derjenige Zugriff darauf hat. Ah, Junkloading-Fehler, schick. Normalerweise nur derjenige drauf Zugriff hat, der die Arcane Door gesetzt hat. Also das heißt in dem Moment meine Wenigkeit, alle anderen könnten diese natürlich nicht benutzen. Und dafür gibt es dann halt Schlüssel. Und wenn man diese Schlüssel angebracht hat oder beziehungsweise darauf angewendet hat, jetzt lass mal kurz gucken. Da ist ja das. Das heißt, das wird eine ganz enge Geschichte hier. So, dahin. Und dann mache ich da noch einen. Da noch einen. Da noch einen. Und hier. Und dann brauche ich da noch mal 5. Und dann hier noch mal 2. Da gehe ich gerade mal einmal rundrum.
dass das Ganze hier auch abgeschlossen ist an der Stelle. So, da. Dann hier wieder einen freilassen, weil da ist ja ein Aufgang. So, einmal dahin und da zwei. Und dann hier auch wieder einen freilassen. Da unten ist nämlich auch nochmal ein Aufgang. Und dahin, dahin, dahin und dann hier die zwei. So, und jetzt haben wir das Ganze um eins erweitert. Und jetzt gucken wir mal hier wegen dem Aufgang. Moment, da muss noch einer hin. Und dann packen wir da mal eine Treppe hin und da mal eine Treppe hin. Dann kommen wir eigentlich hier ganz gemütlich nach oben. Da packe ich jetzt mal die Pressure Plate hin. Einmal. Und da kommt die andere hin. So, und jetzt it will now trigger on everything except you. So, das heißt, ich kann mich hier draufstellen, es passiert gar nichts. It will now trigger on just you. Das heißt, wenn ich draufgehe, dann geht sie bei mir auf. Und jetzt ist es so eingestellt, dass sie wirklich auf alles reagiert. Und die stellen wir dann mal genauso ein. So, jetzt machen wir hier mal die Fackeln weg, denn die brauchen wir hier drin nicht. Zack, zack. Und dann können wir gleich mal testen gehen. Dann lade ich meine Rüstung mal auf. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir hier drinnen mit dem Wizard kämpfen können, ohne dass er abhaut und die halbe Gegend vernichtet. So, wie sieht's hier aus? Schick. Gut. Sehr schön. Was ich aber... Nee, das Risiko will ich nicht eingehen. So. Ja, der Chunkloading-Fehler hier sieht sehr interessant aus. Kann gerne da bleiben, wo er ist. Und der stört ja jetzt gerade nicht. Aber Flugkontrolle an. Hier oben lungert auch schon wieder einiges rum. So, einmal da rein. In unserer neuen Lagerhalle tut sich natürlich auch ein bisschen was. Da habe ich die Wände hochgezogen und schon nochmal einige Barrels hingestellt. Und ja, die wird demnächst dann auch komplettiert sein, so dass wir die ganzen Sachen, die jetzt hier im Moment eingelagert sind, dann in die Lagerhalle wieder rüberkommen. Und ich habe auch zwischenzeitlich noch ein paar Sachen in die Werkstatt rübergezogen an, ja, für die Bienenzucht. Die habe ich komplett aufgestellt heute Nachmittag, also sprich gegen Abend. Da sind jetzt sämtliche Sachen vorhanden, die man für die Bienenproduktion zum Beispiel braucht, also um die Serums herzustellen. So, aber jetzt gucken wir hier mal ganz kurz. Soul Sand brauchte ich ja 4 Stück. Da war einer zu viel. Der kann wieder rein. Und dann brauche ich Skelettköpfe. Einer. Okay, das reicht natürlich nicht aus. Zudem brauche ich noch eine Chest. Da reicht aber eine ganz normale. Denn ich möchte nicht unbedingt den ganzen Kram hier, den ich hier habe, unbedingt mit mir rumschleppen, während ich gegen den Wizard kämpfe. Das Einzige, was ich mit reinnehmen werde, das ist mein Nanobogen und das Nanoschwert und die Rüstung. Und ein bisschen was zu essen im Inventar. Apropos, ja, 34 Stück haben wir noch. Ja, genau. Ab ins neue Spawnhaus, das ich... so in den letzten 2 Tagen, glaube ich, ja, vor 2 Tagen aufgebaut habe. Denn wir gehen ja komplett aus der Void Age raus, weil wir absolut festgestellt haben, dass die jetzt mittlerweile komplett instabil ist. Also sobald wir da reingehen, haben wir Lags ohne Ende. Jetzt muss ich aber hier mal ganz kurz gucken. Spawnplatz, ja, Skeletty, da ist es doch. Da wollte ich hin.
Da sind Köpfe ohne Ende und da ist sogar noch ein, wieso lebt der da noch? Der sollte eigentlich da nicht mehr leben. Ist da die Turtle im Eimer? Na ja, gut, wie dem auch sei. Skelettköpfe. Zack, 3 Stück. Und wie sieht's hier aus? Da ist nichts mehr drin. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Midpoint ist natürlich noch der alte Punkt. Und das muss natürlich noch alles ausgetauscht werden. Das ist natürlich noch nicht erfolgt an der Stelle. Ja. Einmal wieder zurück zu mir. Und dann packe ich mal meine ganzen Sachen jetzt hier gleich dahin, wo sie sicher sind. Und zwar schmeiße ich mir da mal eine Kiste hin. So, dahin. Und das rein, das rein, das rein. Das. Dich da, du, der dort und... Soll ich es mal probieren? Mit dem Power-Tool? Ach komm, das lassen wir mal an. Ansonsten habe ich hier nur hier die Armor komplett. So, und der Rest ist ja dann safe. Das Einzige, was ich jetzt gerade noch mache, ist hier mal den Nanobogen und so weiter aufladen, dass die Rüstung also komplett geladen ist. Sicher ist sicher. 5MJ. Die Füße sollten weniger haben. Tatsache. So. Zack. Und 5MJ. Nano Saber. Voll. Nano Bogen. Auch gleich voll. Dauert nur ein bisschen. Und wenn der jetzt dann auch gleich voll ist, gehen wir rüber und lassen den Wizard mal spawnen. So, dann hier die Rüstung wieder komplett angezogen und die ganzen Sachen mal hier wieder ins Inventar. So, zack, das dahin und das Fleisch kann dahin. So, und jetzt aber hier nichts wie rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir uns direkt darüber teleportieren können. Lass mich doch mal hier raus. Geht das eventuell? Nein, das reicht nicht aus. Schade. Hätte ja sein können, dass das von der Reichweite her reicht. Aber dem war nicht so. Da muss man doch näher dran sein, als man, als ich gedacht habe. So. Dann packen wir dich doch mal dahin. Zack, zack und zack. Das passt eigentlich ganz genau hier. Und dich da, dich da. Und jetzt nochmal kurz vor die Tür. Na. Tür zu. Super. Und dann gehen wir auch gleich rein, sobald er hier fertig ist. Und dann gucken wir mal, ob das alles auch hält. Ja, der ist immer noch da, wo er sein sollte. Sehr schön. Dann ab in die Hütte und gib ihm. So. Und im Moment sieht es eigentlich recht gut aus. Ich sollte vielleicht meinen Nano selber mal anmachen, dann gibt er mehr Schaden. Und so. Nee, das hält eigentlich recht gut, muss ich sagen, was ich hier gebaut habe. Und wie ihr seht, der Wizard ist auch gleich schon am Ende. Und da ist das, was wir haben wollen. Den Nether Star. Und wie ihr gerade bemerkt, diese Poison, die wir hier kriegen, gibt uns nicht wirklich viel Schaden. Und was ich gerade feststelle, ist, dass jedes Mal, wenn ich Schaden nehme, hier die Rüstung nicht mehr angezeigt wird. Aber gut. Funktioniert wunderbar. Die Warded Stone Blocks in Doppelwandigkeit funktionieren. Das heißt, unsere Wizard Arena kann benutzt werden und alles, was drumherum ist, wird dann halt in Zukunft noch fertig gemacht.
Das dauert dann auch nicht mehr lange. Der Chunkloading-Fehler ist weg. Schick. So, ja, und wie ich sehe, wir haben auch schon wieder 30 Minuten auf dem Tacho. Und dann würde ich sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Aufnahme hier zu beenden. Ich fliege dann mal einen schönen Rundgang hier um das Gebäude rum. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Frank McDonald alias der Schotte. Willkommen zur ersten Staffel Folge 42 hier auf dem Server Die Werkstatt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like ab und Kommentare und so weiter. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.